Neuer Tag, neue Mission, liebe Leute. Gemüsebeet freimachen, Radiesel reißen. Die sind holzert, die sind fertig, die kann man nicht mehr brauchen. Darum abbauen und das Gemüsebeet fertig machen für ein neues Gemüse. Auf geht's mit dem Video. Brennnessel. Oleg, oh, da ist er hier. Oh. Oleg, da ist der Winter so gegangen, da hat der die Rosen noch dran. Ja, das ist das. Wenn der Wind allerweit stark geht, dann dreht der Wind solche Ast ab. Von der Artemis-Rose. Die haben wir frisch eingepflanzt da. Ganz eine schöne. Und da hat jetzt das angetragen. Oh, mei, das ist schade. Oh, schade. Aber da habe ich eine Idee. Da habe ich was gesehen. Da habe ich eine Idee. Da, ja, ja, das können wir retten. Jawohl, schauen wir mal, ob wir da was machen können. Ja, und zwar habe ich da was gesehen. Von der Garten-Moni. Moni, aber deri, servus. Die hat super Tipps alleweil, wenn es um Blumen geht, um Garten und so weiter. Garten-Moni, schaut mal rein. Und zwar habe ich da was gesehen, was man aus so einem Rosenastel machen kann. Und zwar kann man den noch retten, der ist abgebrochen, hat es ja gesehen. Und den schaue ich jetzt einmal, dass ich herbringe, dass man da praktisch ja, Ableger macht und noch aus deren Ableger wieder neue Rosen züchtet. Finde ich ganz eine gute Sache, wenn das funktioniert. Schauen wir mal. Und da sagt Moni, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Da muss man allerweil solche Stücke runterschneiden von dem Astel in einem gewissen Abstand, zeige ich euch. Und noch sollte das alles super funktionieren. Genau. Ich habe jetzt da mal schon ein Ding hergerichtet, da zwickst du jetzt im Prinzip einmal den, das war Abbruch ist, den Dahl ab. Dann sagt Moni, dass man alle Bladl wegzwicken soll. Also einfach rigoros, genau. Und dann sollte man ungefähr, wo so ein Bladl rausgegangen ist, so ein kleiner Ast halt, sollte man dann über dem, also da ist jetzt zum Beispiel so ein Ast rausgegangen, jetzt sollte man über dem anschneiden, das tue ich jetzt einmal, maximal so lang halt wie ein 7 bis 10 cm, dann sollte man da anschneiden,
Und dann sollte man natürlich wissen, wo oben und unten ist. Ja, da ist unten, da ist oben. Und das, was ist, sollte man da nicht in Äpfel rein tun, mit einer Blumenerde drin zum Beispiel, einfach einstecken. Also im Prinzip so, einfach einstecken. Den Steckling, ja, sagt man auch dazu, schaut doch noch so aus. Ganz normal eingesteckt. Und dann im Prinzip Wasser nun auch gießen, das ist ganz wichtig, aber schön feucht halten. Nicht übernässen, sondern Feuchtheit halten. Ja. Ganz wichtig immer aufschauen, dass immer genug Wasser drinnen ist. Und dann keimt da, oder, wo das Bladl war, sollte der normalerweise neue Ast rein. Und dann wird da halt irgendwann ein großer Strauch draus. Das probiere ich jetzt einmal, das hat mir ganz gut gefallen. Da bin ich jetzt drauf gekommen, wie der Ostabbrucher ist, dass ich da mal was gesehen habe da am Moni. Und na, ja, schon her, hat es da gleich weitergeholfen. Ne? Und das probiere ich jetzt einmal, das, da werde ich jetzt den ganzen Ost so herrichten, die ganzen da einstecken und dann schauen, ob es durchkommt. Ich hoffe es, weil natürlich dann kann man da ganz einfach aus dem Ableger machen. Was ich da jetzt auch noch gesehen habe, das war ich ganz gut finde, und zwar habe ich da, weiß nicht, ob man es erkennen kann, einen Kaffeebeutel. Also wenn man einen Kaffee macht, dann hat man da einen Beutel, und dann habe ich da so einen Kaffeebeutel rein da und dann die Erden da rein. Weil das ist nämlich ganz eine gute Sache, weil wenn man jetzt da Wasser rein tut und das gießt, dann läuft da unten bloß Wasser raus und nicht die ganze Erden. Das hat mich nämlich schon alle gefragt, jetzt da mache ich das Ding voller Erden, gieße ich ein und unten läuft die Hälfte raus. Also das ist eine ganz gute Idee, wenn man da so einen Kaffeebeutel hat halt und dann das sozusagen in den Kaffeebeutel rein. Und dann den Kaffeebeutel halt in das Dipferl rein und da das Wasser reingessen, dann läuft unten bloß ein Wasser raus und nicht das ganze Kaut oder die ganze Blumenerden. Also ist auch eine gute Sache. Normalerweise hat man gebrauchte Kaffeebeutel sowieso, dann kann man gebrauchten genauso nehmen. Ich habe jetzt da eine neue Nummer, weil ich es einfach ausprobieren wollte mal. Genau. Die Steckling, die mache ich jetzt noch und dann werden wir das verfolgen, ob das so hier hat, ob der erst rein, und dann schauen wir alle wieder, ob sich da was tut. Ja, so schaut jetzt das fertig aus. Also relativ unspektakulär. Da habe ich jetzt drei so Fächer. Ja, kann man Fächer auch dazu sagen, oder Ableger. Und die drei, das tue ich jetzt noch mit Wasser gescheit nässen und dann beobachten, ob da was austreibt, in der Hoffnung, sollte nicht allzu lang dauern, um die 14 Tage, und dann sollte sich da was tun.
Zeigt euch einmal den wunderbaren Bruno. Ideal. Ideal für die Äpfel und für die Süßkartoffel. Oh, sandig, leicht, perfekt. So, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen sie aussehen, Süßkartoffel. Das probieren wir jetzt auch einmal. Eigentlich haben wir 2 Monate später. Die kommen eigentlich 2 Monate früher aussehen. Aber wenn man es nicht probiert, dann weiß man es nicht. In einem von den vorhergehenden Videos haben wir erzählt, wie man das macht. Mit den Einweggläsel und nach vorkommen lassen. So schaut es jetzt aus nach einer gewissen Zeit. Die Triebe sind ultra lang, eigentlich schon überfällig zum Assepflanzen. Normalerweise 20 cm, aber auch das probieren wir, wenn sie länger sind, ob sie dann noch herhalten. Genauso wie das, dass sie 2 Monate eigentlich zu spät dran haben. Dann schauen wir mal, wann die Ernte ist, ob es eine versetzte Ernte noch ist oder ob es komplett eingegangen. Jawohl. Und auch unten und oben, wenn man es in der Mitte auseinanderschneidet, ist wurscht, weil treibt die Seiten. Einmal frei. Dann pflanzen wir das ins vorgerichtete Feld. Jawohl. Ja, so schaut das jetzt aus. Jetzt haben wir die Süßkartoffel rausgepflanzt. So einen halben Kartoffel haben nur ein paar Triebwasser gegangen, die haben wir abgebrochen und haben es wieder ins Wasser eingestellt. Dann treiben die weiter, so kriegt man halt mehr Trieb und stärkere Trieb. Aber ich sage euch eins, nehmt nicht solche Gläser, weil wir genommen haben, das war falsch. Es hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass das auf jeden Fall falsch war, weil die immer so einen engen Grub gehabt haben, so eine Öffnung. Und nachdem, dass die gekämmt haben, die Kartoffel, die Süßkartoffel, haben natürlich die aufgewollen und haben es nicht mehr gescheit rausgebracht. Also nimmt das Glasl, die war einfach immer breiter sind, breiter, ja, dann bringt es auch dann einfach wieder raus. Und jetzt nicht die Glasl zusammenhauen oder reicht Finger abbrechen. Also, erste Erkenntnis, was anderes nehmen, entweder brennende Glas oder irgendwas anderes. Weil da ist natürlich die Gefahr bei Nasser da dann groß, dass man den Trieb abbricht. War schon dafür, ne? Genau.
Jetzt müssen wir einen Tabak pflanzen, wenn jetzt dann aussehe. Und da haben wir jetzt was überlegen müssen, weil ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn ich die ins Freiland pflanze, komplett ohne irgendwas, das dann eingehen, weil ich habe nämlich eine von den Tabakpflanzen damals, schaut mal rein, wann habe ich die umtopft? Ja, schaut mal rein, drei Videos davor, da habe ich Tabakpflanzen umtopft. Da habe ich eine ins Freiland gepflanzt, bloß zum Testen und zum Schauen, wie sie die schluckt. Und die schaut nicht gut aus, also die wächst nicht hinten in der Pfirre. Also von dem her meine ich, wenn ich es ins Freiland jetzt pflanze, die Tabakpflanzen, so wie ich es jetzt momentan ausschaue, dann glaube ich, kann es sein, dass alle verrecken. Jetzt habe ich mir was überlegt, wie ich das machen kann, weil die mir jetzt aus dem Gewächshaus lassen, aus dem Treibhaus, weil ja, der Platz geht aus, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt habe ich mir was überlegt, und zwar möchte ich da wiederum einen Latten, einen Stempel einhauen im Boden und dann praktisch so eine Art Kreis um die Latten um mich machen und dann da oder Düden um mich hängen oder ja, Abfalldüden halt, nicht? Einen gelben Sog oder sowas. Möchte ich die um mich hängen, dann ist praktisch pro Tabakpflanzen so ein Hittel drauf mit der Abfalldüden. Und dann ist das wie ein Treibhaus. Ja? Und ich glaube, dass das relativ gut dem taugen wird. Und folgende Idee habe ich mir jetzt überlegt. Und zwar habe ich mit der Kreissäge solche dünnen Streifen hergeschnitten, feuchterne. Und mei, was wären die? Zwischen 1 mm und 2 mm. Irgendwie sowas in die Richtung Streifen hergeschnitten. Und da habe ich jetzt ein Loch durchbohrt, die fadel ich jetzt an einen Schnierl auf und dann hänge ich die ins Wasser rein. Und wenn sie die nach einem Tag oder 24 Stunden halt vollgesaugt haben mit Wasser, dann lernen sie die wunderbar bing. Haben zwar jetzt schon gut elastisch, lernen sie schon bing. Aber wenn sie nur mal die ganzen Fasern sich vollgesaugt haben mit Wasser, dann lernen sie sich nur mal besser bing. Dann breche ich es nicht an. Und dann breche ich da einen Kreis, einen runden Kreis, und den runden Kreis, den mache ich dann auf die Latten drauf. Zeige ich euch noch, wie das ausschaut. Den mache ich dann auf die Latten drauf und dann hänge ich da die Düden drüber. Wie gesagt, ein bisschen schwer zum Vorstellen, aber ich zeige es euch noch. Aber meiner Meinung nach müsste das gut funktionieren. Wichtig ist natürlich Jahresringe, dass die passen. Die müssen stehen sein, dass das einigermaßen sich gut bringen lässt. Ja, und die Wasser, die jetzt, die hänge ich auf, wie gesagt, auf der Schnierl, wirf sie in den Weiher rein und lasse da 24 Stunden drin. Und nach 24 Stunden werde ich das Ganze einmal schauen, dass ich es umbringen kann. Und da sollte die Tabakpflanzen eine Art kleines Treibhaus haben. Und ich glaube, dass das dann meine ich, kommen wir so über den Berg rum. Genau, und das probieren wir jetzt so. Jetzt so fadeln das auf und dann werfen wir es rein in den Weiher. Ne? Jawohl.